Ja, wo sollte ich sonst sein? Leute, hat irgendwer von euch einen Apfel, bitte? Ich? Ja, ist klar. Ey, ihr habt eine ganze Menge. Ah, ich gebe dir nichts davon. Ich hab 3, wenn du welche willst. NBO, ja, okay. Kannst du mir, ich hab 12. Kommt bitte zu meinem Haus. Ich hab mal ein paar Apfel. Wo ist das? Ich suche eigentlich. Alter, man wird schon wieder falsche Sachen mit euch anstellen. Pass auf. Er ist so einer. Er ist einer von dem euch die Eltern, eure Eltern immer waren. Ich suche eigentlich nur. Ich bin noch nicht 18. Und ich hab einen Flower. Ach, das ist deine Rechtfertigung, ne? Ich bin noch nie 18. Ich darf das noch. Natürlich soll ich dir von dem Flower ein paar Blumen mitbringen. Ja, ja, zu welchen? Wo ist das? Nö. Grün. Wirklich? Brauch ich nicht. Okay. Nö, ich hab eigentlich schon alles. Ich krieg sie. Das sind neue Blumen, die du nicht hast. Oh, ein paar Blümchen. Oh. Das 100 Gramm pro Stück. Oh, Kevin, pflückst du mir einfach ein paar Blumen? Oh. Kevin. Hat sich danke sehr. Bin ich der Einzige, grad das, was der Tür gesagt hat, verstört hat, oder? Warum ist der Beacon aus? Sagen wir mal ja. Weil wir ihn ausgeschaltet haben, um Strom zu sparen, weißt du? Okay. Habt ihr schon meinen Beacon gesehen? Nein, der ist kacke. Nee, der ist geil. Kommt drauf an, was du unter geil verstehst. Er ist lang, hart und geht nach oben, was glaubst du wohl? Ich könnte eigentlich so ein Monstrum bauen. Ja, was willst du, ein Spiegel von dem? Ein Porträt von dir hinstellen? Alter, das ist aber ein bisschen doll krank, oder nicht? Alter, der Ender-Chess ist wirklich genial. Oh Mann, sind hier endlich ein paar Tiere. Ja, Ender-Chess, ja. Einfach zum Mitnehmen. Wenn dein Inventar voll ist, tust du alles rein. Ender-Chess to go, Alter. Hab ich. Cool. Kaffee to go. Ender-Chess to go. Was gibt's noch? Banana. Chiquita Banana to go, Alter. Endlich zum Mitnehmen. Alter, das ist so dämlich auf Facebook, ne? Da stand drauf so Chiquita Banana to go. Da stand darunter so endlich zum Mitnehmen. Zu dem nicht, Alter. Das ist so geil. Andere galt dich drauf auf. Ich weiß, es steht auch Bananen. Ja, halt die Fresse. Ja, was? Ich stehe auf Bananen. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, du auch. Okay. Aber ich schieb mir nicht die grünen Unreifen noch in jegliche Körperöffnung wie du. Ja. Genau. Das werde ich machen. Ja, siehst du, guck, siehst du, hast du gerade zugegeben. Fuck, das ich mach Quarz. Kevin, Alter. Das macht Kevin. Ja, sagt der, welche das macht. Ja, ja. Man wird sich schon wieder rausreden. Ach, Kevin! Chef, willst du meinen Namen richtig, wenn du mich versuchst zu beleidigen? Oh, Junge, ey, das ist eine geile Idee gerade. Weiß manchmal gar nicht selber, wie ich das mache, aber ich komme manchmal auf so geile Ideen, ne? Josh? Ja. Oh, ey, Knusper, Max, du kannst doch reden. Hast du jetzt was zu essen? Mich was für Wahlen? Da hört doch eh keiner zu beim Reden, also mache ich es lieber auf schriftliche Art. Was denn für Bugs, bitte? Ja, hier kommen die ganzen Spinnen raus. Das sind, ja. Das sind Dings-Spinnen, das sind keine normalen Spinnen. Ja, das sind Cave-Dinge. Hat jemand die Slabs dann circa abgebaut? Nee. Ja, dann ist er selbst. Ja, gut. Meine Fresse, das ist ja egal, wenn die Spinnen rauskommen oder nicht. Das sind halt nur verfickte Spinnen, hallo, die kriegt man doch easy down. Josh! So eine Tarantel. Wenn da jemand was gibt, kann ich jemanden mal NBO verzaubern. Die Spinnen kommen da raus. Alter, musst denken, da ist der Ohrspawn-Mod drin. Ich bin wieder da. Danke. Satyr, Jeffo, du hast eine Tarantel. Was nimmst, was machen alle anderen? Die rennen weg. Was hast du? Du kommst jetzt. Du nimmst in die Hand und du gehst mit der Kerze. Okay, ja, am besten mit so einer kleinen Leine drum, ne? Ja. Ich hab mit Schokoeis. Nennt sie dann Spider-Bro oder sowas, ne? Weißt du, was ich mir vorstelle? Spider-Schwein. Spider-Schwein vor allen Dingen, Alter. Spider-Schwein. Spider-Schwein. In Biologie hast du bestimmt immer aufgepasst, ne? Du bist ein richtiger Einserschüler. Das sicher. Ich hab das in meinem Soundboard, also dieses Spider-Schwein-Lied, aber ich spiele es nicht ab. Wusstet ihr, dass Underman mal ganz viele Knochen aus dem Kopf konnte? Er konnte den menschlichen Körper fast in- und auswendig, bis er rausgefunden hat, dass der Penis kein Knochen ist. Das ist eine echt tragische Geschichte. Wieso nicht, Kevin? Weil das vielleicht mit GEMA oder was weiß ich, was da alles gibt. Ja, müsste nice also aussehen. Tür, die GEMA-Sperre soll aufgehoben werden, also diese GEMA-Haltung. Auf YouTube. Ja, komplett auf in Deutschland. Durch ja, in 3 Jahren, ne? Na geil, Alter. Kann ich ja jetzt endlich
irgendwie, keine Ahnung, Robin Schulz und so einen Scheiß im Hintergrund hören. Magic in the Summer. Dann machen wir, dann hören wir demnächst nächstes Mal, wenn die Gamer raus ist, hören wir da direkt deutsche Schlager von oben bis unten nur noch komplett durch, Alter. Komplett ist da Tür? Party-Musik. Ist da Tür? Ja. Kannst du mir jetzt ein paar Kartoffeln vielleicht geben? No. Ich hab welche. Also, guck, siehst du, da findet sich doch immer eine. Oh gut, ich bin noch nicht keine 1000 Blöcke. Wer hat mein Villager getötet? Ich nicht. Niemand. Ich hab meine eigenen. Hihi. Also ich hätte ihn gern umgebracht, aber auf die Idee bin ich leider noch nicht gekommen. Nächstes Mal, okay? Oh, ich geh zu offline. Jo, mach das. Geil, danke. Jo, tschüss, verpiss dich. Tschüss. So Leute, jetzt kann das Projekt eigentlich mal wieder anfangen Spaß zu machen, ne? Ja! Uhu, ihr könnt eigentlich mal wieder Scheiße bauen ohne den Idioten. Nice, da ist er, Junge. Ja, ich bin doch da. Ja, los, achso, ja, komm, Leute, wie alle deprimiert sein. Ja, Mann, Alter, das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß mehr, Minecraft. Ey, das ist so langweilig, ey. Boah, ich weiß auch nicht. Dazu kannst du bitte den Spawner bauen, der Breeze. Nö. Weißt du warum? Weil du einfach ein schlechter Freund bist. Du kannst ihn nicht abbauen, Reese. Ich hab nur die Schilder mal kurz abgebaut. So, das muss jetzt mal reichen. Schießpulver brauche ich nicht. Nein, ich hab Kürze gefunden. Warum habe ich Kürze gefunden? Ich bin Kevin, ich habe keinen Lack. Doch, was hast du gefunden? Ich habe Kürbisse gefunden. Ja, ich habe auch schon eine Menge. Ich weiß. Du bist aber auch nicht normal. Ja. Ich bin ja ein krasser Typ, deswegen habe ich schon so viele. Wieso nennst du dich in Minecraft nicht Underman TV oder so? Wow, ey, muckt mal hier nicht auf, ihr Zombie-Schweine. Was hat denn einen Grund? Dann sag mal. Nee. Weil er Story Premium hat und sie verliert. Ach so. Nee, nicht wegen denen. Damit er nicht. Damit er nicht in Minecraft erkannt wird, dass er ein YouTuber ist. Ach so! Da braucht er sich seinen Namen nicht immer nicken und so. Ja, es kommt eh bald ein Nick-Login drauf auf den Server. Nee, kommt eh nicht drauf. Oder er ist zu faul. Sicher. Boah, braucht keinen Nicknamen plagen auf dem Server, Alter. Das ist doch witzig. Da wären nur noch Alpha Kevins dann hier auf dem Server. Alpha Kevin 1, Alpha Kevin 2, Alpha Kevin 3, Alpha Kevin 4, Alpha Kevin 5, Alpha Kevin. Ich als nenn mich der Kevin. Jetzt stehst du so, schlägst ein Kevin auf einmal, 5 Minuten später bist du umzingelt von Kevins. Und schließlich siehst du so im Chat: Wir sind Kevin. Wir sind viele. Was ist der Prototyp Kevin 1? Einer von uns. Wow. Wurdest du besiegt und dann wurdest du, da steht dann im Chat, Satyr Zwicker wurde kevinisiert. Und dann postet die andere Kevin im Chat: Einer von uns, einer von uns, einer von uns, einer von uns. Hier, NBO, kannst du mich killen? Und dann schreibt so ein anderer Minecraft-Spieler in den Chat: Miep. Hallo, kannst du mich killen? Alter, wie hab ich das überlebt? Ich bin gerade 200 Blöcke oder sowas gefallen nach unten, hab einfach 2 Herzenschaden genommen. Satyr Zwicker was kevinisiert, Alter. Kevin der Nacht. Hä? Okay. Kevin in der Nacht? Ja, weil er wahrscheinlich It's Dark Knight heißt. Stopper, Kevin. Ja, hier kommen die Spinnen raus. Guck, das ist an bei der Mob fahren. Ja, Karamid, Alter. Ja, läuft bei dir. So bist du das jetzt. So Leute, wir haben irgendeinen scheiß Griever auf dem Server. Pass mal alle auf, jetzt auf, wir haben irgendeinen scheiß verfickten Griever auf dem Server. Ja. Bei mir hat gerade einer was am Haus abgebaut. Irgendeiner von den Missgeboten, die jetzt hier noch aufgekommen sind, ist einer, der Scheiße baut. Ja, wirklich. Deswegen sind auch meine Hühner rausgekommen und bei meinem Haus wurde auch gerade abgebaut. Da wollte wahrscheinlich meine Truhe ran, aber war zu blöd, dass er gemerkt hat, dass das Ding gelockt war. Warte, wer ist neu? So, wer will jetzt gegen mich eins gegen eins? Ich! Ich bin's nicht, ich hab mein ganz normales Haus. Satyrzinker? Ich hoffe, wir müssen einen Obsidian-Ball im Gehäuser bauen. Er ist nämlich neu auf dem Server und er hat sich vom Beacon auch Eisen genommen. Was mit mir? Wie heißt der? NBO. NBO irgendwas. Ja genau, er war auch der Erste, der reingeschrieben hat, dass er es nicht war, ne? Eigentlich ist er es dann. NBO. Der hat aber vom Beacon Eisen genommen und der hat mir auch noch ein Eisen gegeben. Und der ist wahrscheinlich auch neu auf dem Server, weil der ist hat auch gar neu. Nichts. Ich bin auch neu. Hier fehlen Eisen. Hä, wie hat er die Eisen genommen? Ja, mein Villager ist nicht da. Mein Villager ist nicht da. NBO, komm mal her.
komm mal kurz mit. Geh das mal hier durch dieses Portal. Geh mal auf diesen auf die goldene Druckplatte. Der Beweis so, dafür ist mit. Immer, wenn man so, komm mal hier, spring runter. Spring runter. Los, einfach runter. Das überlebst du. Ich finde deine Rosen nicht. Jetzt spring runter. Ich komme gleich mit. MBO. So, jetzt bleibt mal alle weg. Jetzt bleibt mal wirklich alle weg jetzt. MBO, folgt mir mal bitte. Dann steht im Chat MBO 112 YouTube. MBO, komm mal bitte mit. MBO, komm mal her. Ich bin hier, der andere. Da, genau, dankeschön. Ich weiß jetzt schon, was passiert. Und es wird sehr, sehr schlimm enden. Ja, warte mal, du sollst mal ganz kurz stehen. Bleib mal jetzt ganz kurz stehen. Ich teste jetzt mal ganz kurz was. Ist keiner in der Nähe, das ist in Ordnung. Ich will es mitsehen. And you feel from a high place. Nein, ich. Oi, du. Er ist full iron, voll equipped mit Eisensachen. Darf ich dich töten? Ups. Einer Mann, ey, geht mal alle weg, Alter. Jetzt habt ihr die Sachen eingesammelt. Nee, ich hab's wieder hingeschmissen. Warte, da ist noch kein Eisen. Er war das erste Mal drauf, hat alles verzaubert. Und Full Iron. Darf ich kurz die Verzauberung sehen? Jetzt erstmal die Frage: Hat irgendeiner NBO Eisensachen gegeben? Nee. Nein. Nee. Er hat mir Eisensachen gegeben. Und der Beacon war auch noch ein. Satisinka, ich habe ihn gesehen, wie er zum Beacon gerannt ist. Und dann war er unten und dann bin ich halt wiedergekommen und er hatte Eisensachen auf einmal. Ja, er hat solche Scheiß. Und er hat die ganze Zeit eine Werkbank gesetzt. Die ganze Zeit. Wow, guck mal, du sagst jetzt, du hast nichts abgebaut. Aber woher hast du dann die Sachen? Ich gehe weg oder du stirbst. Woher hast du dann die Sachen? Alter, Satyr, wir können echt nicht mehr. Man kann niemals in fast 5 Minuten in der Höhle alles finden. Vor allen Dingen, er war ja auch nicht in der Farmwelt. Ich habe nicht gesehen, dass er einmal durchgegangen ist. Ich bin aber. Er hat mir, ich habe auch nicht gesehen. Ich beschütze nur. Fehlt denn jetzt wirklich beim Beacon Eisen? Fehlt denn da wirklich Eisen? Ja, und Gold auch noch. Ja, weil der Beacon, war von an und deswegen. Ich hab da aus einer Truhe, die nicht geblockt wurde. Warte, kann ich noch. Also hast du es gerade zugegeben, dass du geklaut hast bei anderen Leuten. Du reißt dich immer mehr in die Scheiße rein, weißt du das? Ja, da fehlt wirklich Eisen, willst mich verarschen. Und Gold auch noch. Ich hab's aber nicht. Ich das Eisen nicht. Ist von mir. Ich hab echt keinen Bock zu lassen. Eisen ist von mir, das Gold ist von Mongo. Alter, wir brauchen keinen Creep auf diesem Server. Wahrscheinlich. Weil guck mal, das würde nämlich erklären, warum die Hühner alle bei mir draußen waren, warum gerade beim Haus bei mir was abgebaut wurde, dass man in die Tor ran konnte. Die war zwar nicht offen, aber man konnte ran. Welche so ein Rauschen? Wahrscheinlich war es er auch, der um Essen gebettelt hat und deswegen hat er auch deine Hühnerfarm abgebaut. Ja, Mancora, können wir farmen, komm. Er hat nämlich die ganze im Chat geschrieben, hatte was zu essen. Satyr? Ja? Der hat mir Eisen gegeben. Mir auch. Ja, der hat mir voll Eisen. Hey, das ist. Wir müssen wirklich den Beacon saven. Also. Ja, machen wir da mal. Weil, guck mal, das ist einfach so, dass sie da rankommt. Der hat mir eine verzauberte Eisenrüstung und der Helm war verzaubert halt. Und der Rest war ganz normal. Alter, aber das kann ja nicht sein, weil irgendeiner baut ja was ab. Bei mir war ja auch übelst was abgebaut. Irgendeiner muss das ja machen. Ich weiß nicht. Er hat gerade in den Chat geschrieben, er weiß gar nicht, wo die Hühnerfarm ist. Kevin, bitte nicht. Natürlich weiß er, wo die Hühnerfarm ist. Er ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Ja, aber trotzdem. Du bist da eigentlich in jedem Video drinne. Nein, in der ersten Folge war er da nicht drin. Alter, Kevin, hör auf, erstmal zu beleidigen, ne? Und Reese, warum schreibst du jetzt Noob an? Er soll keine Beleidigung machen, weil Kevin hat ihn beleidigt. Keine Ahnung, ich bin Supporter. Also. Krieg ich mein Schwert? Du hast doch dein Schwert aufgesammelt, oder nicht? Ich hab keins. Ich hab nur mein normales Schwert. Nicht töten, ja. Ich hab Angst um mein Haus. Kann mir jemand ein paar Stacks Obsidian geben? Wir nehmen jetzt. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Keine Ahnung, eine Stunde? Nee. 1000 Jahre. Ich hatte ein Iron Sword. Ich würde sagen ein Jahrhundert, oder? Was, ein Steinschwert? Ei, ich hab dein Eisenschwert, ach mein. Seit jetzt circa 50 Minuten. Also ich würde gerne ein Jahrhundert lang. Oh, hier ist ein ungefähr, Schwert. Ja. Darf ich das nehmen? Nein, das ist von ihm. Ich würde mal sagen, wir behalten das jetzt im Auge, wenn nochmal irgendwas passiert oder so, machen einen Screenshot und dann sagen wir Bescheid, dann bann ich ihn vorsichtshalber erstmal. Und dann schauen wir nach der Aufnahme ran. Ich sag's mal so, für falsches Bannen, also wenn mir jetzt irgendeiner sagt, er grieft, bann ihn, hab Screenshot, wenn ich ihn dann banne,
und er eigentlich gar nichts gemacht hat und das Screenshot, den habt ihr gar nicht, dann werdet ihr gebannt, ne? Ja. Also falsches Bannen gibt's auch noch einen Bann. Der Beacon leuchtet nicht. Ja, der Beacon leuchtet nicht, weil da Sachen fehlen. Dieser Tür? Ja, weil er was abgebaut hat. Da fehlen Goldblock, ne? Ja, stimmt. Der Beacon hat nicht mehr geläutet. Der Beacon hat nicht mehr geläutet als Geleuchtet. Geläutet? Ja, wow. Der Beacon hat nicht mehr geläutet als der nicht geläutet, NBO nicht hat die Eisensachen hatte. NBO, ist das dein Ernst? Das war ein Zombie-Villager. Zombie-Villager. Vielleicht war es NBO ja auch der, den Villager getötet hat. Vielleicht ist NBO der Villager und ist weggegangen. Das kann sein, weil mein Villager ist auf einmal weg. Vielleicht ist NBO der Villager und ist einfach weggegangen, weil andere mein Schuh ist. Beim Villager kann er nicht spawnen. NBO auch der kann mich mal jemand töten? Kann mich mal jemand töten? Ja, das kann auch sein. Knuspermax, kannst du mich mal kurz töten? Knuspermax. Alle in der Binnen-Chat. Ey! Richtig knusprig. Nein! Knusper okay, Max, warum hast du erschlagen? Er sollte. Ach, okay. Ich hab verhungert. In der Farmwelt ist ja PvP. Dann hätte ich mich auch fahren können, ich hätte ja auch Brot gegeben. Weißt du, wie ich gerade abfuck, weil es schon der zweite Griefer ist? Ja, nee. Ja, nach Bomb, oder? Nach Bomb. Bomb, Bomb? Nein, Bomb hat nichts gegrieft. Bomb hat nichts gegrieft, er hat nur versucht. Ja, es gab einen, der hat mal komplett das Haus abgebaut. Ja, er wollte Stefans Haus sprengen. Satyr? Jetzt hört mal alle auf, nur ihn zu beschuldigen, ne? War das auch nicht gerade nett. Aber wer könnte es denn? Es könnte noch Hübschi sein. Warte, schreib's. Von denen, die drauf sind, könnte es nur, warte mal, Gucci sein und, ey, ich hab doch irgendwann mit 10 noch gewitelistet. Der ist ja schon offline gegangen, hat gesagt, er muss weg. Achso. Ich bin so aber da, mein aber danach hat der Beacon auch nicht mehr geleuchtet. Wo wir drauf sind, hat er geleuchtet noch. Ja, ja, das weißt du. Da hab ich den Effekt noch ausgenutzt. Ich auch die ganze. Ich hab den Effekt ausgenutzt. Und wo er offline war, hat er nicht mehr geleuchtet. Satyr?